Unser nächster Vortragender hat sich konkreten und dabei auch noch kreativen Maßnahmen zur Förderung von Schmetterlingen verschrieben. Dr. Michael Altmoos, herzlich willkommen, ist Ökologe, Diplom, Naturschutzbiologe, Naturpädagoge und Autor. Seine Arbeiten prägt die enge Vernetzung von aktueller Wissenschaft, Umsetzungspraxis, Praxis und Bildung mit kreativen Aspekten. 2012 baute er das Deutsche Mitmachmuseum für Naturschutz auf. Schmetterlinge sind gute Indikatoren für komplexe und bedrohte Lebensraumansprüche. Michael Altmoos stellt uns nun sein Alphabet für Schmetterlinge vor, welches Maßnahmen für anhaltende, positive Umweltwirkungen auch über die Falter hinaus anführt. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen, online und hier im Saal. Ich freue mich, hier zu sein. Und ich möchte reden über kreativer Schmetterlingsschutz für Landschaft und Garten. Kreativ möchte ich nicht als Modewort verstehen, sondern als Gestaltungsspielraum, um was positiv zu machen. Ich möchte einsteigen, etwas überraschend vielleicht, mit einem Mosaik der Menschheitsgeschichte, 2000 Jahre alt aus dem untergegangenen Pompeji. Sie sehen hier einen Totenschädel, links und rechts arm und reich, die im Tod alle gleich sein werden. Und interessant, der Totenschädel hängt am Seitenfaden. Unser Leben ist kurz, viel zu kurz. Und wenn der Faden reißt, fliegt unsere Seele als Schmetterling davon. Schmetterlinge als Spiegelbilder der Seele. Und was wir heute erleben, ist ein geradezu seelenloser Niedergang der Landschaft. Wir haben schon viel gehört über Ursachen und Wirkungen. Deshalb spare ich mir das. Wir erleben Biomassenverlust, Artenausdünnung, Artensterben. Ich überspringe das jetzt etwas, um gleich auf das Motivierende einzugehen, denn das haben wir schon gehört heute Morgen. Motiviert hat mich persönlich das hier, kennen vielleicht einige von Ihnen, das berühmte Sunfed Alphabet of Butterflies. Ein Schwede, der in Amerika geforscht hat, hat in den 60er Jahren weltweit Schmetterlingsflügel fotografiert und zwar so, dass es wirkt, als wären das Buchstaben und Zahlen. Hängt auch über meinem Schreibtisch. Und das motiviert mich so sehr, dass ich daraus ein Alphabet für Schmetterlinge gemacht habe. Ein ABC, nicht nur eine wundervolle Abkürzung für Austrian Butterfly Conservation, sondern auch um Schmetterlingsschutz zu buchstabieren. Anknüpfend an die aktuelle Forschung, an die Gefährdungsursachen und an wirkungsvolle Maßnahmen, die laufend überprüft werden, gehe ich jetzt mit Ihnen gerne mal das Alphabet durch. Im ersten Teil im Schnelldurchlauf. Also online und auch hier bitte tief Luft holen. Ich stelle jetzt die Breite des Spektrums schnell dar, bevor ich dann ausgewählte einzelne Aspekte vertiefe, und zwar die, die man besonders kreativ ausgestalten kann. Tief Luft holen. A steht bei mir für A wie ausmagern, wenig nicht düngen, Großfläche klein, weil die meisten Schmetterlinge an magere Standorte gebunden sind. B, komplementär dazu, die gute alte Brennnessel- und Brombeerecke darf weiterhin sein. Da leben ganz viele Schmetterlinge, Brombeere auch nicht zu unterschätzen. Die Brümnesselfalter, Tagfaunauge, kleiner Fuchs, Landkärtchen und Admiral, vier Tagfalter, deren Raupen explizit an Brennnessel angewiesen sind. C steht für Chemie und die möglichst nicht. D, auch wenn das nicht der Big Point ist, trotzdem vorsorgend, dunkel der Nacht, also möglichst keine Lichtverschmutzung, und E wie Eigenart und F wie Formen, Farbenvielfalt. Jeder Platz darf anders sein. Alle Buchstaben, die ich gleich vorstelle, dürfen und müssen an Eigenplatz angepasst, variiert werden. Das ist ganz wichtig, weil es geht darum, eine Gleichmacherei zu vermeiden. G steht für Gräser, wird auch bei Gärtnern oft unterschätzt, der stehen gelassene lange Grasstreifen, der für die Gruppe der Augenfalter sehr wichtig ist. Berühmt, schon mehrfach genannt heute, das Schachbrett, das große der Schornsteinfeger, das große Ochsenauge. Das geht über zu H wie Hochstauden, die Nektartankstelle schlechthin, nicht nur für gesehene Augenfalter, sondern für eine ganze Reihe von Tag- und Nachtfaltern. Klassiker sind die wilde Karte, Wasserdost, Blutweiderich, Königskerzen für Nachtfalter. Das ist das, was auch im Garten besonders gerne genommen wird, weil hoch und bunt. Nektar ist aber nicht immer der entscheidende Engpass. Deshalb darf es auch sein, erstmal, Moment, zurück. Jetzt war ich ein Tick zu schnell. K, Kaisermantel, der ist wunderbar durch Hochstauden anzulocken, genauso wie die spanische Flagge alias russischer Bär, die Sie regelrecht mit Wasserdost aus der Umgebung ansaugen können, wenn er vorkommt. Auch in Niederösterreich gibt es große Bestände noch davon.
I, etwas überraschend wie Igitt, ein Alphabet darf man ja auch mal ein bisschen stolpern, weil es nicht nur schöne Dinge gibt. Dieser wunderbare schöne Falter, der braucht auch Kotstellen, Matschstellen, der braucht gar kein Nektar. Und er braucht auch sonst vergessene, vermeintliche Problembäume wie Saalweide, Zitterpappel, das oft vergessen werden, die man im Garten gerne auch fördern kann. Von I wie Igitt gehst du J wie Jammern. Man darf sich nicht beschweren, wenn Pflanzenbestände auch mal abgefressen werden, weil es mir ganz wichtig, dass es ums große Ganze geht. Schmetterling ist ein Schirmarten. Und ein guter Schmetterlingsplatz ist auch ein Platz für Vögel, für Eidechsen, die auch mal Schmetterlinge fressen. Was man natürlich nicht tun soll, ist einen Maisnistkasten direkt am Schmetterlingsgarten anbringen. Das wäre böses Faul für die Schmetterlinge. Ansonsten, es geht ums Ganze. K ist ein Klassiker, auch K, Kräuter. Das klassische Kräuterbeet ist natürlich schön, nicht nur zum Aufessen mit Oregano, Thymian, Hornklee, wilden Veilchen, sondern immer auch ein Klassiker für Schmetterlinge. L, da blicken wir in den Waldbereich hinein, L wie Laubholz, was viele auch gar nicht so auf der Rechnung haben, zumindest viele Laien nicht, dass heimische Gehölze und Laubbäume mit die meisten Schmetterlingsarten als Raupenpflanzen beherbergen. Es sind also nicht nur die Kräuter und die Stauden, sondern heimische Gehölze im Gartenpark. Das ist wichtig, naturnahe Wälder selbstverständlich. Und besonders hervorheben möchte ich die Lichtbaumarten wie Eiche, Saalweide, Zitterpappel, Wildobst und die Gattung Prunus ist sehr, sehr artenreich. Schlehe, Felsenbirne, alles was Pflaume heißt. M wie Mosaike, da gehe ich gleich noch drauf ein. N steht für das allseits beliebte Thema Neobroda, wo man eigene Kongresse mitfüllen könnte. Ich war auf mehreren schon dabei, deshalb nur ganz kurz. Heimische Pflanzen bitte bevorzugt, aber keine Religion draus machen. Zum Beispiel heimische Disteln sind die wahren Königsschlösser für viele Insekten. Und das möglich, das Schmetterlingsflieder, Auweia Budleia, wobei ich das auch sehe wie die Kollegin, man darf das nicht so dogmatisch sehen. Es gibt Plätze, wo auch ich Schmetterlingsflieder mal empfohlen habe, am Altersheim, dass man die wirklich gut beobachten kann. Sonderlich ökologisch ist aber nicht. Heimische Pflanzen bitte vor Schmetterlingsflieder, ansonsten ein bisschen Gelassenheit in der Diskussion. O steht für Ökotone, wird auch gleich vertieft. P wie Pflanzen und die Pflanzen oder, wie ich empfehlen würde, besser kommen und wachsen lassen. Ist meistens besser vor Ansehen an Pflanzen. Wenn man Ansehen an Pflanzen, wenn man aktiv gestaltet, mit heimischen Saatgut und Pflanzgut. Eine gute Alternative für mittelgroße Flächen ist oft Saatgutübertragung, auch ein eigenes Thema. Wie gesagt, ich gebe einen Überblick in der Breite über das Alphabet, bevor ich gleich ein paar Dinge vertiefe. Wichtig ist mir aber, dass Sie das Gesamtspektrum einfach mal mit mir gemeinsam durchgehen. Jede heimische Pflanze hat Wert. Also auch da keine Religion draus machen. Ist die besser? Natürlich gibt es Pflanzen, die besonders artenreich sind, wie Brennnesseln, Brombeere, viele Gehölze. Aber das ist nicht automatisch besser als Pflanzen wie Sedum album zum Beispiel, Apollofraßpflanze, die nur für wenige Pflanzen Wert hat. Die Mischung macht es, angepasst wieder an jeden Platz. Und da hat man natürlich einen großen kreativen Gestaltungsspielraum, den ich auch am Beispiel von Blühstreifen vertiefe. Klimatoleranten Ökotypen sind meistens schon da. Das heißt, mit heimischen Pflanzen, wenn man die sich entwickeln lässt, ermöglicht man auch natürliche Klimaanpassungen so gut wie es geht. Q steht für Quartier, für die kleinen vergessenen Ecken, offengelassene Schuppen für überwinternde Falter oder hier idealtypisch bei mir im Gelände, im Museumsgelände, Efeuhalle haben wir das gerne, also richtig Efeugestrüpp, wo auch Falter drin überwintern können und sich verstecken können. R ist das ganz große Thema wie Rasen. Natürlich geht es um blühende Vielfalt statt rasender Einfalt, wie ich es immer gerne nenne. Auch da gibt es ganz viel zu sagen. Wir haben schon ganz viel gehört, deshalb mache ich es nur ganz kurz. Wichtig ist mir ergänzend zum schon Gehörten hinzuweisen, dass es gerade um Heterogenität geht, um Unterschiedlichkeit und auch nicht nur um so einen schönen Blühaspekt. Ich habe schon wundervolle Blühwiesen gesehen, die schmetterlingsarm sind, weil was Entscheidendes vergessen wurde. Viele Falter überwintern als Raupe im Boden. Und wenn der Boden eingeebnet ist, zwischendurch umgebrochen wird, stören wir den Entwicklungszyklus. Das heißt, Unregelmäßigkeit auch im Mikrorelief bei allen Maaterminen, das ist ganz wichtig. Was noch nicht gefallen ist heute, ist, wenn wir auf Landschaftsebene denken, sollten wir eine extensive Beweidung einer Maat immer gerne vorziehen. Das stützt Heterogenität. Natürlich, wenn man Wiese will, kommt man um eine Maat nicht herum. Da geht es dann um die besagte Heterogenität. Balken statt Kreisel mehr möglichst. Nicht ganz so tief schneiden, aber auch da variieren.
S steht bei mir für Steinplätze. Leider ist wie Schottergärten etwas in Verruf gekommen, aber man kann das aufwerten, weil das sind auch wertvolle Lebensräume, nährstoffarme, schüttere, bewachsene Standorte mit Kräuterfluren, sehr mager, das eine ergänzt das andere. T nenne ich für Tohu Wabohu, heilloses Durcheinander. Und zwar gerade lebendige Gebüsche und Hecke mit heimischen Gehölzen. Oft vergessen, ganz wichtig, etwas konfliktär zu wiesen, gehe ich aber gleich noch drauf ein. Ganz wichtig für die Gruppe der Zipfelfalter. Ohne wilde Gebüsche keine Zipfelfalter. U steht für das ganze Kleine wie Unterschlüpfe aller Art. Totholzhaufen, unaufgeräumte Ecken für die Überwinterung von Faltern, Laub liegen lassen etc. und nicht alles auf einmal machen. V, da denken wir an Landschaften, V wie Verbund. Viele Schmetterlinge leben in Meterpopulationen. Wir müssen das aufgreifen im Garten, im Park, was in der Landschaft besonders fehlt, besonders wichtig ist und besonders passt. Ganz einfacher Trick für Gemeinden, wurde auch schon mehrfach angedeutet, breite Wegränder stehen lassen. Das unterstützt den kommunalen Verbund. Kleine Maßnahme, große Wirkung. Das ist bei mir am Museumsgelände, unsere Museumsgrenze, die wir als Saum haben. W steht bei mir für Wildnis. Nicht nur die wilde Ecke, wie mehrfach erwähnt, sondern auch wirklich auch Teilflächen ganz frei sich entwickeln lassen. Weil wir können nicht alles vorhersehen in der Natur. Es geht darum, auch Stochastizität, Zufälle zu ermöglichen. Zieloffen einige Flächen dazu nehmen, die die geplanten Flächen ergänzen. XY, die Sendung heißt wie mir gelöst, nämlich dann, wenn Menschen wirklich rausgehen in die Natur, forschen, bilden, Praxis machen, zum Beispiel im vorgestellten ganz wichtigen Tagfaltermonitoring, das inzwischen fast quer durch Europa geht und ein Anliegen von mir auch, dass Kinder, Jugendliche das wirklich erfassen können, Verbote dort, wo es vernünftig ist, aufheben, die Leute wieder berühren lassen. Und auch sich auch Z wie Zeit nehmen. Ganz wichtig, bei mir im Schmetterlingsreich steht aus gutem Grund so eine Sinnesliege, weil wir brauchen Zeit, Schmetterlinge brauchen Zeit, um sich zu entwickeln. Und wir müssen auch klar sein, dass es hier nicht um effiziente Geschäftsabschlüsse geht, sondern um Zeit. Eine gute, artenreiche Wiese braucht Jahrzehnte, um sich zu entwickeln, bis alle Symbiosen ausgebildet sind, bis auch seltenere Arten kommen. Im Wald reden wir über Hunderten von Jahren. Keine Angst, schnelle Erfolge, Anfangserfolge sind auch machbar. Das gibt uns Mut. Aber insgesamt müssen wir längerfristig denken und Zeit nehmen. Man spricht auch regelrecht von Zeitökologie, um Natur und uns zu versöhnen. Das Alphabet kann man vielfältig variieren, kombinieren, ausgestalten. Jede Fläche, jede Landschaft ist anders. Ich möchte jetzt aus der Breite des Alphabetes paar wenige Aspekte vertiefen, das besondere Etwas, da wo man besonders kreativ sein kann. M steht bei mir zentral im Alphabet wie Mosaik. Mach mal Mosaik. Damit verbinde ich verschiedene Dinge. Ich verbinde Rohboden, ich verbinde Kräuterfluren, ich verbinde Stauden, die kleinflächig wechseln. Gerne unregelmäßig. Im Laufe der Jahre kann das rotieren und auf relativ engem Raum von, sagen wir mal, 500 bis 1000 Quadratmeter kann ich da ganz, ganz viel ermöglichen, Schmetterlinge anlocken, Raupenfraßpflanzen anbieten. Ein Trick für Gärtner oder für Parks, wie man auf engem Raum diese Kräuter und Stauden kombinieren kann. So sieht das bei mir im Schmetterlingsgarten aus. Das ist mein funktionierendes Mosaik. Einige Bereiche bleiben kontinuierlich Staudenbereiche, andere Kräuterbereiche. Andere nehme ich von Zeit zu Zeit zurück, lasse sie durchwachsen, selektiere das raus, was passt. Und so habe ich eine naturangepasste Dynamik, ein wirklich sehr gut funktionierender Trick für kleine, mittlere bis auch zu großen Flächen. Damit wird das Naturprinzip hier ganz klein in Miniatur. Auch man kann so ein Miniaturmosaik aus einer Wiese entwickeln. Und das wäre ein Mosaik großen Landschaft, das sind die Vorbilder, hier ein Durchbruchstäler, in dem Fall Mittelrhein, an Teilen der oberen Donau sieht es aber ähnlich aus. Auch das ist eine Mosaiklandschaft, sehr schmetterlingsreiche Landschaft und der ganze Wald, wenn er dynamisch naturnah sein kann, ist natürlich auch ein Mosaik, wenn man es durchdringt. Das sind Vorbilder, die man im Schmetterlingsschutz, im kreativen Schutz als Mosaik ausgestalten kann. O, da rufe ich mir Ökotone aus. Das ist kein Tenorsänger in Latzhose, in Jude-Latzhose, sondern Ökotone ist ja Saumbereich, Lebensraumübergänge. Und ich muss sagen, die Welt haben wir ganz schön enttont. Wir haben sie zu eng begrenzt, Wald von Wiese zu klar abgegrenzt.
wichtig sind breitere Übergänge zwischen Wald und Wiese, die auch mal lückig, chaotisch sein können, breit sein können. Und das ist ein oft vergessener Faktor im Schmetterlingsschutz, dass viele Arten von solchen Ökotonen, da wo sie hingehören, profitieren. Lasst uns diese Welt wieder etwas entgrenzen. Lösen wir Grenzen auf, wo immer es geht. Machen wir sie breiter. Das ist ein Beispiel zum Beispiel aus Südtirol, Kastelfeder, so eine entgrenzte Landschaft, in dem Fall auch eine Weidelandschaft, die das natürlich auch befördert, wo wir auch ja, breite, chaotische Übergänge zwischen Wald und Wiese haben. Das ist ein Schmetterlingsparadies par excellence. Die kreative Entgrenzung. Und da sind Sie gefragt, wo kann ich Welsenzaun breiter machen? Waldwiesenübergänge kann man breiter machen, gerade auf kommunaler Ebene, vielleicht im Tal der Schmetterlinge. Die Saumstreifen an Gebüschen, Hecken bitte breiter, unregelmäßiger machen. Uferzonen an Gewässern als Chance nutzen, ganz breite Zonationen anlegen. Oder auch, wie schon dargestellt, die Wegränder breiter machen. Oder auch ganz klein, das Beet nicht ganz eng vom nächsten Beet begrenzen, sondern einen kleinen Saumbereich dazwischen legen. Dann profitieren solche Arten wie Zehfalter oder der kleine Eisvogel. Ja, anlässlich von R wie Rasen möchte ich einen ganz wichtigen Aspekt vertiefen. Und zwar das Nie-alles-auf-einmal-Prinzip. Das wurde schon mehrfach genannt. Das ist wirklich für mich auch ganz zentral, fast so wie M wie Mosaik. Lass immer was stehen. Das ist unsere Schmetterlingswiese, da bleibt immer was stehen. Und das gilt aber für alles, egal ob Sie eine Hecke schneiden, im Wald durchforsten, Ihren Garten aufräumen, im Park was umgestalten, nie alles auf einmal. Kleine Maßnahme, große Wirkung, weil dann können Sie sich immer Falter rauben, im stehengelassenen Abschnitt regenerieren, erholen, weiterentwickeln. Das Prinzip, nie alles auf einmal bearbeiten, lass immer was stehen, was dann beim Über- oder Übernächsten Mal drankommt und dann anderes unbearbeitet lassen. Das ist wirklich für mich ganz zentral. Und Sie müssen nicht öfter arbeiten. Sie müssen nicht öfter auf die Fläche. Nur immer was stehen lassen beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal dann was anderes. Und da sind ganz viele tolle kreative Variationen möglich, die wirklich wirken. Zum Beispiel wichtig, auch immer einen Teilbereich über den Winter stehen lassen. Sie können vielfältige Muster damit machen. Sie können Teilflächen stehen lassen oder auch nur Randstreifen oder beides miteinander kombinieren. Immer ein paar gleichartige Flächen stehen lassen, Kontinuität in Kombination mit einem Wechsel. So verbinden Sie Dynamik und Kontinuität, was auch ein Naturprinzip sein kann. Sie können festen Plan machen, auch einfach ganz spontan handeln, lokale Muster oder die Freunde von Corporate Identity gestalten für die eigene Gemeinde wiedererkennbare Muster, alles möglich. Entscheidend ist dieses Prinzip. Oder ich sage auch etwas scherzhaft für Gemeinden, mach doch das Hunde-Gassi-Heb-Prinzip. Wenn du mir mehr den Randstreifen machst, heb immer mal kurz den Balken. Und dann an Böschungen, Wegrängern, wenn man das anhebt, bleiben immer ein paar Flecken stehen. Eine Brücke für den Zierrasengärtner, da kann man kreativ sein aller Art, habe ich mit Wiesenherzen gebaut, damit es nicht so unordentlich aussieht. From Falter bis Love. Einfach im gemähten Rasen Flächen stehen lassen, das kann man gerne in Herzform machen. Sie können auch einen naturnahen Heiratsantrag machen, indem Sie Ringe stehen lassen, was auch immer. Die Herzen funktionieren und gemeinlich beraten habe, da werden die Herzen erfreulich größer. Liebe wächst, Schmetterlinge profitieren. Zu P und Pflanzen habe ich noch einen Aspekt. Blühstreifen ist im Grunde eine Modewelle. Blühflächen anlegen für Insektenschutz. Vorsicht, das hat einen begrenzten Nutzen, weil, wie schon mehrfach gesagt, Nektarangebot ist wichtig, aber es ist nicht immer der entscheidende Engpass. So Blühstreifen können auch mal schädlich sein. Herr Streicher hat es bereits in seinem Vortrag genannt, wenn fremdes Saatgut ausgebracht wird. Wenn, dann bitte nur mit Regio-Saatgut aussehen. So Blühstreifen können regelrecht eine böse Fallenwirkung entfalten, wenn sie angelegt werden, dann nach ein, zwei Jahren wieder umgebrochen werden. In der Tat verlockt es Gemeinden, weil am Anfang ist das Ding sehr blütenreich und dann wird es blütenärmer, es wird weniger bunt. Dann wird es aber erst so richtig interessant, weil dann kamen Insekten, kamen Falter an, entwickeln sich und wenn man das zu früh umbricht, um wieder was Neues blütenreich anzulegen, sterben die. Blühstreifen können wichtig sein, ich komme dazu gleich zu Positivlösungen, sind aber oft der falsche Schwerpunkt. Das Nektarangebot ist nicht der größte Engpass. Wichtig und oft vergessen sind die Kleinstrukturen, ist eine gewisse phasenweise Habitatkontinuität, dass sich Falter auch entwickeln können. Sind Raupenfutterpflanzen, sind Überwinterungsquartiere, stehengelassene Stängel,
Mikrorelief im Boden, lockerer Boden, wo sich die auch eingraben können. Ich rede besser, um besser verstanden zu werden, statt Blühstreifen und Lebensstreifen, die man bitte schön erstmal wachsen lässt. Das sieht dann weniger bunt aus, ist aber ganz, ganz, ganz wichtig. Und da können dann auch die Falter und Raupen besser leben. Das dann in besagte extensive Beweidung oder Maat überführen. Das fördert das lokale Potenzial, angepasste Ökotypen und ist eigentlich eine sehr gute Lösung. Ich finde die Kombination gut, kostet nichts, wirkt viel, aber meine Erfahrung ist auch, da stehen viele Gemeinden gar nicht drauf und Gärtner schon gar nicht, weil es ist einfach nicht so bunt. Wir haben da einen gewissen Marketingnachteil, braucht Zeit, ist oft nicht so bunt. Deshalb werde ich immer wieder konfrontiert, dass man doch was machen will. Ich nenne es Aktionisten, die offenbar doch Geld ausgeben wollen. Die wollen, müssen manchmal auch Blühstreifen anlegen. Also da Kompromisse, kluge Kombinationen, kreative Kombinationen gefragt. Wichtig ist trotz allem dem, dass man darauf drängt, dass Paarstreifen nicht eingesät werden, von selbst kommen können. Diese kann man dann, wenn man denn unbedingt Geld ausgeben will und ansehen will, ergänzen durch Blühstreifen, die dann aber bitte schön länger stehen bleiben sollen. Mindestens 3 bis 5 Jahre und dann wieder, nie alles auf einmal Prinzip, abschnittsweise umgebrochen werden. Und dann natürlich ganz wichtig, nur Regusaatgut. Mit dieser Kombination kann man wiederum sehr kreativ sein und schöne Muster, schöne Flächen gestalten, wenn man aber immer auch ein paar Lebensstreifen wachsen lässt. Da also kreativ umgehen, einfach nur ansehen und nach ein paar Jahren umbrechen, das ist überwiegende Falle. Das bitte nicht, darauf möchte ich deutlich hinweisen. Zu Tee wie Tohu Wabo, das ich ja so gerne mag, noch ein großer Konflikt im Naturschutz. Wir haben 2 häufige Fehler im Naturschutz, im Schmetterlingsschutz. Entweder es verbuscht, dann ist die Wiese weg. Oder es wird zu heftig entbuscht, dann ist die Wiese zwar da, aber ganz viele Falter verlieren ihren Raupenlebensraum. Deshalb kreative und fachliche sinnvolle Lösungen zugleich. Auch da kann man wieder kreativ sein. Das nie alles auf einmal Prinzip, auch beim Entbuschungen. Ich bin gut gefahren in den FFH-Managementplänen, die ich zeitweise bearbeitet habe in Deutschland, dass man so lokal angepasste dynamische Toleranzwerte macht. Zum Beispiel in einem Raum 20 bis 60% Verbuschung zulässt. Darüber handelt man, nimmt Büsche zurück, aber nie so viel, dass weniger als 20% Büsche auf der Wiese sind. Man kann das Ökotonprinzip, die Lebensraumübergänge damit klug kombinieren. Man kann kreative Muster auch wieder damit machen, indem man Gebüschmuster stehen lässt, Heckenumrandungen einführt und besonders um alte Bäume weniger entbuscht, weil Baum und Busch ergänzen sich in vielen Raupenlebensphasen. So sieht das bei mir in der Nähe aus. Das ist so eine halboffene Landschaft mit Büschen und die Wiese ist groß genug. Es gibt ein ganzes Wiesensystem. Das ist in diesem Fall, leider sieht es nicht überall so aus, in diesem einen Fall ist ein ganz intelligenter Kompromiss gelungen, der zugleich ästhetisch sehr schön wirken kann. Ja, ganz oft vergessen, wie bei meinem Buchstaben U wie Unterschlupf der Winter. Wir reden immer vom Sommer. Draußen, wunderbar, auch heute, wunderbarer Tag hier in Tulln. Es flattert, es fliegt, es blüht. Wir sind am Höhepunkt der Farben, Formen, Vielfalt. Ein großer Engpass ist aber oft der Winter. Zu viele Arbeiten, zu viel Aufräumen ist im Winterhalbjahr und gerade im März, Sie kennen das vielleicht von sich, wenn so die ersten März-Sonnenstrahlen rauskommen, da juckt es, da sieht er draußen, da wird geräumt. Das sind aber die Falter noch nicht so weit. Die sind noch als Puppen und Raupen im Boden. Wenn dazu verdichtet wird, wenn die Habitate zu früh entfernt wird, braucht man sich nicht wundern, wenn der schöne Sommer dann falterarm ist. Das wird oft vergessen. Sonst kommen selbst beim besten sommerlichen Blühangebot weniger Falter als nötig. Das hier bin ich. Sie sehen, auch ich bin so einer, dem juckt es in Händen, wenn die Märzsonne da ist. Ich arbeite hier an meinem Mosaik und tatsächlich stelle ich da auch kleinflächig was frei, um das Mosaik wieder zu fördern. Aber Sie sehen auch hier die wilde Karte, die bleibt stehen. Das hohe Gras bleibt stehen und ich gehe dann lieber nach halber Arbeit in Liegestuhl, genieße die Märzsonne dort und mache nicht alles. Erst dann können Schmetterlinge sich voll entwickeln. Dieser Winterengpass wird oft vergessen, wenn wir über Schmetterlingsschutz reden. Ja, zum Ausklang noch etwas weiter Motivierendes. Zunächst mal, A bis C klingt so schön griffig. Ja, ich habe es geordnet, dass man einfach das besser durchbuchstabieren kann. Ist aber kein Schema. Die Weltformel für Schmetterlinge, gibt es die damit? Leider nein. Oder wie man im norddeutschen Raum sagen würde, nö. Weil jeder Platz ist anders, jede Schmetterlingsart auch.
Ich versuche hier eine große Überlappung zu machen. Selbstverständlich kann man vom Alphabet auch abweichen und spezielle Maßnahmen ergänzen. Mit diesem Alphabet und diesen Prinzipien schaffen Sie es aber, kreativ zu gestalten, zugleich wirkungsvoll, und Sie knüpfen an die Forschungs- und Wirkprinzipien an, die wir bisher kennen. Gestalten Sie dieses Alphabet, wie ich es nenne, kreativ aus. Wiederkehrende Prinzipien zusammenfassend, nie alles auf einmal, zum Beispiel bei der Maat. Das Mosaikprinzip empfehle ich wirklich sehr, gerade für Gärten und wenn man Schmetterlinge auf engem Raum konzentrieren möchte. Mehr Unordnung, ganz klar, ausmagern, nie vergessen. Wir leben in eutrophen Landschaften, europaweit, und je magerer, desto besser. Alles Heimische an Pflanzen bevorzugen und Zeit, Zeit sein lassen. Natur, Natur sein lassen. So sieht es bei mir aus im Schmetterlingsreich Staudernheim, vor knapp 10 Jahren angelegt. Rechts die Bilder von heute. Jedes Jahr ist anders. Es bewegt sich, es lebt, aber es funktioniert. Wir haben zu Hochzeiten auf etwa 1000 Quadratmeter fast 1000 Falter gleichzeitig in der Luft und machen nichts anderes, als diese Buchstaben auf unseren Ort anzupassen. Abschließend, die Zeit passt auch, abschließend möchte ich noch auf das Prinzip, das da rauskommt, auch hinweisen, wo viele zucken. Wir hier im Raum nicht, Sie online zu Hause wahrscheinlich auch nicht, aber die Bürger und Gemeinden, die wir beraten, zucken. Das läuft schon darauf raus, dass wir ein bisschen mehr Unordnung haben. Ja, in der Tat, das ist hart, und genau das steht mit einem Oje dem gegenwärtigen Massengeschmack entgegen, der auf Ordnung, Kontrolle, Effizienz, schnell, schnell geprägt ist. Und ich frage mich sehr oft, wenn mir Leute auch sagen, das kam wirklich schon gar nicht so selten vor, oh, ich habe dann lieber weniger Schmetterlinge als Unordnung, woher kommt dieser extreme Ordnungsanspruch? Wo kommt das Ordnungsleitbild her? Ich weiß es nicht, vielleicht wissen Sie es, aber darauf merken wir, Naturschutz ist halt doch einfach auch nur oder ganz zentral Psychologie. Oder wie man bei uns auf der Straße sagt, Naturschutz voll Psycho-Alter. Und genau die haben recht, genau, weil da kommen wir zum Anfang, psychisch Schmetterlinge. Unsere Seele fliegt als Schmetterling davon. Deshalb Schmetterlinge, voll aufs Auge, hier Schönbär auf Schönbär, Schmetterlinge sind unsere Seele. Und wenn wir Schmetterlinge wollen, müssen wir es irgendwie schaffen, psychologisch geschickt, fachlich fair, transparent natürlich, fair zum Bürger und zum Menschen, diese gute Unordnung mehr herausstellen. Ästhetik der Vielfalt machen, dabei wir aufgezeigt auch kreativ sein. Und wir müssen die Psychologie einfach bemühen. Und man kann durchaus auch mal sagen, okay, du willst keine Unordnung, dann mach doch Alternativordnung. Oder ordentlicher Unordnung machen. Finden Sie Ihre eigene Wortwahl. Muss ja nicht gerade wie ein Pressesprecher des amerikanischen Präsidenten klingen. Das Verflossenen, Gott sei Dank. Wichtig ist einfach, mehr Unordnung zuzulassen. Mehr Gelassenheit. Das steht als Prinzip über allem. Und das ist ganz schön kreativ. Für unsere Seelen allen Lebens. Und Sie sehen, dass man dann auch mit Freude albern sein kann. Meine Familie und ich schweben als Schmetterlinge richtig ausgelassen im österreichischen Osttiroler Differettental über eine Wiese am Südrand des Nationalparks Hohe Tauern. Naturschutz und Schmetterlinge machen auch glücklich. Abschließend Hinweise, unser Museum gibt es wirklich, auch online, www.nahe-natur.com. Wir haben eine umfangreiche Online-Präsentation. Kurzer Hinweis auf mein Buch, wo die Geschichten noch viel ausführlicher sind, besonders Schmetterlinge, im Parler Verlag erschienen. Und wenn man schnell kreativ ist, darf man auch swingen und singen. Wir strahlen aus dem Museum einen kleinen Radiosender aus, Webradio, Naturradio mit nur einem in der Mitte, Natur und Radio verbunden, der selbstverständlich auch hier in Österreich gut empfangbar ist über Internet, wo wir Musik und Songs zur Natur zusammengestellt haben, rund um die Uhr, auch zur Schmetterlinge. Wer Schmetterlinge lachen hört, ist zum Beispiel ein Song von Novalis, der tief in die Seele hineingeht. Damit danke und machen Sie es gut. Ja, man hört es aus dem Publikum, der Galopp durchs Alphabet ist wunderbar angekommen. Herzlichen Dank für diesen Vortrag. Und ich möchte gleich eine Frage aus dem Chat stellen. Und zwar kam so das Thema, jetzt richte ich mir einen Schmetterlingsgarten ein und richte das Biotop her, aber vielleicht gibt es diese Schmetterlinge, die mich interessieren gar nicht. Ist es sinnvoll, Eier aus dem Internet zu kaufen und so quasi Schmetterlinge wieder anzusiedeln? Wie sehen Sie das? Klare Antwort, nein, auf keinen Fall. Wichtig ist, dass man an die Landschaft, was da ist, anknüpft. Das heißt, man beobachtet die Landschaft,
was ist noch da und was kann ich dieser Landschaft geben, was diese regionstypische Dinge unterstützt. Und dann nach und nach, ich sprach ja von Zeitlassen, kann man Schmetterlinge auch geben. Ansiedlung ist ein ganz schwieriges Thema im Naturschutz. In seltenen Fällen kann man was ansiedeln. Ich betreue im Saarland gerade ein Ansiedlungsprojekt zur Euphotrias auringiamet, hochdiffizil. Wir haben erstmal ein bisschen Schiffbruch erlitten, bevor wir jetzt auf die Straße kommen. Auf gar keinen Fall Schmetterlinge oder Eier umsetzen. Weil wichtig ist, kommen lassen, entwickeln, ganz behutsam, Stück für Stück. Klare Botschaft. Sie haben gesagt, es gibt auch Ausnahmen. Kennen Sie Anbieter, die wirklich empfehlenswert sind oder solche, vor denen man warnen sollte? Anbieter für Kräuter oder Stauden oder für Schmetterlinge? Für Schmetterlinge empfehle ich keine Anbieter, ganz klar. Gut. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Jetzt keine, aber vielleicht dann nach dem Mittagessen im Vertiefungsworkshop, der heute hier in Tulln stattfindet, wo sich Herr Altmus nochmal auf Sie freut. Ganz herzlichen Dank für diesen Vortrag.